meine Damen und Herren, freut mich, dass Sie nach dieser Unterbrechung jetzt wieder so vollzählig erschienen sind. Wir hatten uns, damit wir wieder den Anschluss finden an das, was zuletzt hier passiert ist in dieser Vorlesung, wir hatten uns damit auseinandergesetzt, wie man aus den Maxwell-Gleichungen, die uns jetzt schon in ihrer ganzen Allgemeinheit zur Verfügung stehen, wie wir aus denen eine Wellengleichung herleiten können. Und es zeigt sich, dass das relativ einfach möglich ist und dabei kriegt man gleich als Aufgabe gewissermaßen einen Ausdruck für die Lichtgeschwindigkeit, also nein, für die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen in einem Medium oder im Vakuum. Und da zeigt sich dann aus experimentellen Befunden, die wir auch in den begleitenden Methoden zu dieser Vorlesung auch gezeigt haben, dass diese Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im Vakuum innerhalb der Fehlergrenzen gut mit der Lichtgeschwindigkeit zusammenpasst, was auch Maxwell seinerzeit schon zu der Aussage veranlasst hat, dass man daher davon ausgehen kann, Licht kann als elektromagnetischer Wellenvorgang aufgefasst werden. Das wurde in weiteren Versuchen, insbesondere dann auch von Heinrich Hertz, auch explizit experimentell belegt und man kann davon ausgehen, Licht kann als elektromagnetische Welle aufgefasst werden. Ich drücke mich da immer etwas kryptisch aus. Es wäre ja noch passender und irgendwie treffender zu sagen, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Aber dieses Sein im Sinne der philosophischen Beschreibung des Seins ist eine heikle Sache und insbesondere auch in der Physik, weil sich nämlich zeigt, dass Licht auch Eigenschaften hat, die nicht im Rahmen von einem Wellenvorgang beschrieben werden können. Aber viele Eigenschaften des Lichtes können durch ein Wellenmodell beschrieben werden und daher ist die allgemein akzeptierte, sinnvolle Beschreibung zu sagen, Licht kann als elektromagnetischer Wellenvorgang beschrieben werden. Das ist ja immerhin auch schon etwas. Licht ist aber noch sehr viel mehr und hat also auch andere Aspekte, die dann über die klassische Physik hinausreichen. Wir werden am Ende dieses Semesters diesen Aspekt anreißen, sodass Sie dann schon umso mehr Freude haben auf die nächstfolgenden Semester Ihres Studiums. Also worum geht es? Es geht darum, dass elektromagnetische Wellen sich mit einer gewissen Geschwindigkeit ausbreiten. Und diese Geschwindigkeit, wenn man also das Vakuum betrachtet, kann aufgeschrieben werden als C0 ist 1 durch Wurzel aus Epsilon0 μ0. Und diese Größen Epsilon0 und μ0, die sind Ihnen seit langem bekannt, die sind nichts anderes als diese phänomenologischen universellen Konstanten, die wir bei den Grundgesetzen eingeführt haben. Das Epsilon0 kommt uns das erste Mal über den Weg beim Coulombschen Gesetz, das μ0 bei der Beschreibung des Magnetfeldes eines geradlinigen stromdurchflossenen Leiters. Und ich habe Ihnen im Wesentlichen dazu gesagt, diese Konstanten sind unter anderem so gewählt, dass man aufgrund dessen dann entsprechende Einheiten der elektromagnetischen Größen, also das führt dann letzten Endes auf die Einheit des Ampere, der Stromstärke, dass diese Einheiten damit beschrieben werden. Aber so ganz ohne Zusammenhang sind sie nicht, denn gerade diese Beziehung zeigt jetzt, dass drei wichtige Konstanten, eben die elektrische Feldkonstante, die magnetische Feldkonstante und die Vakuumlichtgeschwindigkeit in einer derartigen, sehr einfachen Form miteinander verbunden sind. Daher kann man auch nicht beliebig alle drei wählen. Wir haben ja, wenn Sie sich erinnern, im Wintersemester das C0 gewählt, was einem ja komisch vorkommt, man kann doch nicht die Lichtgeschwindigkeit irgendwie wählen. Aber wir haben das dann so gemacht, dass wir an diese Definition von C0 die Einheit der Länge angehängt haben. Und damit kann man natürlich die verschiedenen experimentellen Unschärfen bei der Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit, die heutzutage schon sehr gering sind, aber überall gibt es gewisse experimentelle Ungenauigkeiten, hineinschieben in die Definition des Meternormals.
Und die Lichtgeschwindigkeit steht also wie der Phönix aus der Asche, da ohne jede, ohne jeden Fehler. Der Fehler ist dann dort, wo es darum geht, das Meternormal festzulegen. Und was Ähnliches haben wir auch bei der Ampere-Definition gemacht, wo wir das μ0 festgelegt hatten. Und daraus führt dann auf die Einheit der Stromstärke und in weiterer Folge natürlich dann auch auf die Einheit der elektrischen Ladung. Und damit die Gesamtheit der Einheiten in der Elektrodynamik, die darauf aufbauen. Naja, und das Epsilon, da könnte man jetzt auf die Idee kommen, das setzen wir auch irgendwie fest. Das geht aber nicht. Weil diese Beziehung hier, die drei in eine solche Relation setzt und durch eine fest vorgegebene Wahl der Vakuumlichtgeschwindigkeit, siehe Wintersemester, und des μ0, der magnetischen Feldkonstante, siehe vor kurzem, wo man also über die Wechselwirkung zwischen zwei stromdurchflossenen Leitern gesprochen haben und damit dann das Ampere'sche Kraftgesetz und damit die Ampere-Definition, haben wir das μ0 festgelegt. Und das ε0 ergibt sich dann daraus, indem wir also diese Relation benutzen. Und das führt dann auf den Wert von ε0, den ich Ihnen ganz am Anfang in der Elektrostatik schon angegeben hatte. Mit Bezugnahme darauf, dass ich Ihnen das später genauer erklären werde. Das später ist jetzt. Also damit verstehen Sie, wie diese drei Größen alle auf Punkt und Komma ohne Fehler fest vorgegeben eben in der Elektrodynamik von Bedeutung sind. Aber worum soll es jetzt gehen? Jetzt haben wir also die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen besprochen. Und jetzt ist die Frage, die ich also schon am Ende der Vorlesung in der vergangenen Woche am Montag gestellt habe, und die müssen wir uns jetzt wirklich ernsthaft vornehmen. Die Frage, relativ zu welchem Bezugssystem wird denn diese Ausbreitungsgeschwindigkeit gemessen? Bis jetzt haben wir uns da immer herumgeschwindelt. Ich habe schon hier und da mal eine Erwähnung gemacht, dass man eigentlich, wenn es um Geschwindigkeiten geht, immer fragen müsste, in Bezug auf welches Bezugssystem. Aber jetzt wird das also virulent. Wenn man also eine derart wichtige, grundlegende Beziehung hat, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, welches Bezugssystem ist das, auf das sich diese Ausbreitungsgeschwindigkeit bezieht. Und das, meine Damen und Herren, führt geradewegs zu unserem Kapitel 5, zur relativistischen Mechanik. Ich werde Ihnen nämlich zeigen, oder jedenfalls plausibel machen, dass es bezüglich dieses Bezugssystems, auf das sich diese Geschwindigkeit bezieht, eine ganz spezielle Situation gibt. Und diese Situation kann dann nur dadurch bereinigt werden, dass wir nicht noch einmal irgendwas herumbasteln an den Maxwell-Gleichungen, wie wir das ja schon gemacht hatten, wenn Sie sich an den Maxwell'schen Verschiebungsstrom erinnern, der notwendig war als Reparatur sozusagen dieser einen Maxwell-Gleichung, Rot B ist μ0 mal J, da hat was gefällt, denn wenn man das dort nicht hinzufügt, dann geht es mit der Ladungserhaltung daneben. Und das wollte man doch nicht haben. Und so musste da herumgebessert werden. Und jetzt werden wir schauen, ob es da wieder, was jetzt hier die Situation ist. Und da werden wir zunächst einmal in einem ersten Kapitel uns über einige Grundlagen unterhalten, die zeigen sollen, wo eigentlich die wesentliche Schwierigkeit ist, um die es hier geht. In diesen Grundlagen werden wir zunächst einmal anschließend an die Elektrodynamik, die relativistische Mechanik ist ein Kind der Elektrodynamik sozusagen, anschließend an die Elektrodynamik einmal elektromagnetische Felder, was wir bisher noch nicht gemacht haben, in verschiedenen Bezugssystemen betrachten.
Ich muss übrigens gleich vorweg sagen, bis jetzt hatten wir eigentlich bei jedem Gebiet, das wir neu betreten haben, eine Reihe von Experimenten gezeigt, mit denen wir irgendwie so die experimentelle Basis, die Befunde gezeigt haben und auf die es ankommt und dann halt daraus unser Gebäude aufgebaut, das eben dann dazu dient, das alles zu beschreiben. Hier leider Gottes ist der Hörsaal leer und die Experimente, die man hierzu zeigen kann, sind schwieriger und für Demonstrationszwecke kaum geeignet. Eines möchte ich Ihnen am Schirm dann zeigen und ich glaube, Sie werden verstehen, dass dieses Experiment, das Michelson-Experiment, sich nicht gut eignet für eine Demonstration im Hörsaal. Wir haben das in vergangenen Jahren gemacht, aber es kostet eigentlich nur Zeit, bringt aber nicht wirklich einen zusätzlichen Informationsgewinn. Also ich entschuldige mich dafür, dass wir also jetzt da mit den Experimenten uns zurückhalten müssen. Aber ich glaube dennoch, aufgrund der Gedankenexperimente, die wir durchführen und der Folgerungen, die wir ziehen können, dass es doch für Sie recht spannend sein kann. Also, experimentelle elektromagnetische Felder in verschiedenen Bezugssystemen. Wie können wir vorgehen? Und da gehen wir von einem besonders einfachen Gesetz aus, nämlich dem Gesetz für die Lorentzkraft. Wir betrachten zwei Situationen. In einer Situation A betrachten wir ein System, in dem es ein elektromagnetisches Feld mit E und B gibt. Ein System S mit einem elektrischen Feld E und einem magnetischen Feld B und eine Ladung Q, sei auch da drinnen, Ladung Q, die sich relativ zu diesem System mit der Geschwindigkeit V bewegt. V-Pfeil, relativ zu diesem System S. Nun, da kann man sich dann, wie Sie wissen, die Kraft ausrechnen, die auf diese Ladung wirkt, nämlich die Lorentzkraft. Nun, Sie wissen ja, diese Kraft lässt sich schreiben als Q mal E plus Q mal V Kreuz B. Also Q mal E plus V Kreuz B. Das hatten wir aufgrund von Experimenten plausibel gemacht. Wenn Sie sich erinnern, der stromdurchflossene Leiter zwischen den zwei Polschuhen eines Hufeisenmagneten oder die Verbiegung der Bahn eines Elektronenstrahls unter der Anwendung eines äußeren Magnetfeldes, da hatten wir dann so eine Kreisbahn oder je nach Stellung auch eine Schraubenbahn. Das ist das, was in dieser Lorentzkraft drinnen steckt. Und da war es ja zunächst keine Problematik, bis auf das, und das habe ich damals auch gesagt, bei dieser Geschwindigkeit V erhebt sich schon die Frage, relativ zu welchem Bezugssystem. Also jetzt zum System S. Der entscheidende Punkt ist jetzt, wir können dieselbe physikalische Situation auch betrachten aus dem Blickpunkt eines Systems S-Stern. Hier hatten wir zunächst betrachtet ein System S und jetzt noch unter dem Punkt A betrachten wir ein System S, habe ich Stern oder Strich gesagt? Strich. Ein System S-Strich. Ja, hätte Stern auch sein können, nicht? Aber damit das alles irgendwie konsistent mit meinen Aufzeichnungen ist da. Und dieses System S-Strich möge sich mit der Geschwindigkeit V relativ zu S bewegen.
Na gut, das ist zunächst einmal ja harmlos. Aber jetzt, was bedeutet denn das? Sie haben ein System S und in dem bewegt sich eine Ladung Q. In dem System gibt es ein elektrisches Feld E-Pfeil, ein magnetisches Feld B-Pfeil. Und wenn sich jetzt da eine Ladung Q da drinnen bewegt mit der Geschwindigkeit V, dann wird auf diese Ladung die Lorentzkraft ausgeübt, so wie sie hier steht. Naja, jetzt gehen wir auf ein System über und das soll konstant sein, die Geschwindigkeit V. Das soll nicht so irgendwie herumfliegen, sondern einfach gerade unterwegs sein, diese Ladung. Und wenn man jetzt also auf ein System S' übergeht, dann ergibt sich natürlich, wenn sich dieses System jetzt mit Geschwindigkeit V relativ zu S bewegt, dass aus der Sicht dieses Systems S', wie schaut denn da die Ladung Q aus? Die ruht, weil die bewegt sich ja auch mit der Geschwindigkeit V. Und wenn ich mich jetzt mit dieser selben Geschwindigkeit auch bewege, ich schaue die Ladung aus, die für mich in Ruhe. Also, wir haben dann eine ruhende Ladung. In diesem System S' ruht die Ladung Q. Ruht relativ zu S'. Naja, jetzt aber natürlich. Es geht ja hier um eine Kraftwirkung. Wir betrachten hier Inertialsysteme. In Inertialsystemen, das erste System S, das System S', in Inertialsystemen werden die Kräfte jeweils die gleichen bleiben, so wie die Beschleunigungen, so wie auch alle mechanischen Gesetze in Inertialsystemen, egal welchen, ihre Form beibehalten. Das heißt, es muss auch in dem System S' die gleiche Kraft F wirken. So wie hier erhalten wir hier ebenfalls einen Ausdruck für die gleiche Kraft F. Naja, aber die Ladung Q ruht, die bewegt sich nicht. Das heißt, das kann nur die Form haben, Q mal E', wobei E jetzt, E' offenbar die elektrische Feldstärke in Bezug auf dieses System S' sein muss. Aber die Kraftwirkung ist in beiden Fällen dieselbe, weil Kräfte sind in verschiedenen Inertialsystemen dieselben. Und daraus sehen Sie jetzt, wir müssen unterscheiden, zwischen der elektrischen Feldstärke im System S und der elektrischen Feldstärke im System S', sonst könnte es nicht möglich sein, dass diese beiden Kräfte dieselben sind. Um also jetzt zu sehen, was jetzt herauskommt, müssen wir einfach Stern und Zweistern vergleichen. Und was erhalten wir? Wir erhalten Q mal E plus V Kreuz B ist gleich Q mal E'. Oder es ergibt sich E' ist gleich E plus V Kreuz B. Um also diese Kraftwirkung im System S' verstehen zu können, müssen wir im System S' ein anderes elektrisches Feld annehmen. Ein solches, das allein schon entsprechend dieser Gleichung dieselbe Kraft bewirkt, die wir hier im System S mit Hilfe diesem Ausdruck für die Lorentzkraft aufgeschrieben haben. Und das bedeutet, dass wir in diesem relativ zu S bewegten System S', das sich also mit der Geschwindigkeit V bewegt, relativ zu S eine neue elektrische Feldstärke, ein elektrisches Feld E' erhalten. Das also gleich ist dem bisherigen im System S plus einem zusätzlichen elektrischen Feld, das
aus dem magnetischen Feld B, das man in dem System S beobachtet, erwächst. Also im bewegten System S', im System S' tritt zusätzlich zu E ein elektrischer Feldanteil V Kreuz B auf, ein elektrischer Feldanteil V Kreuz B auf, der aus dem magnetischen Feld B im System S erwächst. Der aus Magnetfeld B erwächst. Weil im System S ein Magnetfeld B vorhanden ist, ergibt sich dann in diesem relativ zu S bewegten System S' ein zusätzlicher elektrischer Feldanteil, zu dem E kommt dieser Feldanteil hinzu, und das macht das neue Feld, also das Feld bezüglich des Systems S', der also aus dem Feld B erwächst. So, kurze Pause. Haben Sie dazu eine Frage? Ist Ihnen das in irgendeiner Weise unklar? Also von der Mathematik her ist es völlig trivial. Und von der Interpretation glaube ich auch nicht sonderlich kompliziert, weil wir ja nichts anderes verwenden als den Ausdruck für die Lorentzkraft, was ja eine experimentell fundierte Beziehung ist. Und dabei kommt man jetzt, wenn man das ernst nimmt mit den Bezugssystemen und der Relativbewegung dazu, kommt man da zu so merkwürdigen Folgerungen, um die wir uns bis jetzt herumgeschlichen haben, sozusagen. Aber jetzt gehen wir die Sache also an. Sie sehen also, in dem System S' kriegen Sie ein anderes elektrisches Feld. Hier war das System S mit dem elektrischen Feld B, da das System S' bewegt dazu mit dem elektrischen Feld E'. Das ist einmal nur die Sache mit dem elektrischen Feld. Aber natürlich, jetzt möchte man auch wissen, wie schaut es denn aus und das ist jetzt der B meiner Betrachtungen, wenn man wieder davon ausgeht, man hat ein System S, also bei B betrachten wir neuerlich ein System S, ein Inertialsystem, also ein System, in dem der Trägheitssatz gilt. Und um jetzt zu einer Aussage bezüglich der Veränderung des magnetischen Feldes zu kommen, bisher haben wir ja nur herausbekommen, in welcher Weise ändert sich denn das elektrische Feld, wenn man da also jetzt von dem System S auf ein System S' übergeht. Um zu einer Aussage für das magnetische Feld zu kommen, betrachten wir da drinnen in diesem System einen geladenen geradlinigen, also einen geladenen Zylinder. Der Zylinder ist geradlinig. Ich werde die zugehörigen Rechnungen jetzt nicht im Einzelnen durchführen, sondern nur das Rationale anzeichnen. Also wir haben hier einen geladenen Zylinder, auf dem befinden sich also elektrische Ladungen und wir haben diese Situation auch bereits in der Elektrostatik vor längerer Zeit besprochen. Das ist ja ein statisches Problem, der ruht ja mit ruhendem
geladenem Zylinder. Ja, dann umgibt sich der mit einem elektrischen Feld. Und wenn er positiv geladen ist, werden die elektrischen Feldvektoren alle so von diesem Zylinder weg senkrecht auf den Zylinder nach außen gerichtet sein, das elektrische Feld, und zwar, wie ich Ihnen damals schon vorgerechnet habe, mit einer Abhängigkeit 1 durch R. Da habe ich Ihnen noch gesagt, es kommt auf die Zylindersymmetrie an. Da kriegt man dann ein elektrisches Feld in der Umgebung dieses geladenen Zylinders. Da sind also lauter einzelne Ladungen drinnen in diesem Zylinder. Und das bewirkt ein derartiges statisches elektrisches Feld. Und jetzt gehen wir wieder über zu einem System S'. Und das System S' sei so, dass sich jetzt dieses System wieder mit der Geschwindigkeit V bewegt. Dass sich relativ zu S mit V-Pfeil bewegt, aber bitte, wobei diese Geschwindigkeit V-Pfeil parallel zur Zylinderachse dieses Zylinders liegt. V-Pfeil parallel zur Zylinderachse. Und was habe ich dann für eine Situation? Dann haben wir aus der Sicht des Systems S' eine Situation, wo wir praktisch einen Leiter haben, in dem sich Ladungsträger mit einer gewissen Geschwindigkeit V bewegen, relativ zum dem betrachteten System. Und da wissen Sie doch, wenn sich in einem Leiter oder überhaupt halt Ladungsträger mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen, dann konstituiert das ja einen elektrischen Strom. Und ein elektrischer Strom längs dieses Zylinders bewirkt dann einen magnetischen Feldwirbel rund um diesen Leiter herum. Und diesen elektrischen Feldwirbel kann man sich dann konkret ausrechnen. Und was man letzten Endes erhält, ist, dass man einen magnetischen Feldwirbel B'' erhält. Das ist also jetzt das magnetische Feld, das ich in dem bewegten System S' betrachte. Und das ergibt sich dann, wenn man das also durchrechnet, aufgrund von Formeln, die Ihnen schon bekannt sind, als minus 1 durch C0². Da steht also im Wesentlichen drin, 1 durch C0² ist Epsilon0 mal μ0 mal V Kreuz E. Und dann kann natürlich sein, das habe ich bis jetzt noch nicht besprochen bei diesem Beispiel, dass in diesem System S, in dem sich dieser ruhende geladene Zylinder befindet, außerdem durch die Anwesenheit eines permanenten Magneten zum Beispiel, ein magnetisches Feld mit Flussdichte B im System S befindet. Dieses B kommt dann zu diesem Ausdruck noch hinzu. Es ist wiederum so, dass jetzt ein zusätzlicher magnetischer Feldanteil sich ergibt, dadurch, dass man ein elektrisches Feld im System S hat, das dann in diesem dazu bewegten System S' zu einem magnetischen Feld führt, in dem Fall eben einem magnetischen Feldwirbel, wie er sich rund um einen stromdurchflossenen Leiter ausbildet. Und wir kriegen also jetzt völlig analog hier im System S. Im System S' tritt zusätzlich zu B
Das ist das Magnetfeld, das da oben noch zusätzlich vorhanden sein kann in diesem System S, das wir aber zunächst dort oben gar nicht gebraucht hatten, um die Situation zu beschreiben. Das aber zusätzlich zu diesem Feld B ein magnetischer Feldanteil, ein magnetischer Feldanteil 1 durch C0 Quadrat mal V Kreuz E, und zwar minus, genau genommen. Minus 1 durch C0 Quadrat, wollen wir das mitsamt dem Vorzeichen hier schreiben, minus 1 durch C0 Quadrat V Kreuz E auf, der aus dem elektrischen Feld E da oben erwächst. Elektrischen Feld E im System S. Also eine völlig analoge Situation, bis auf den Faktor 1 durch C0 Quadrat und bis auf das Vorzeichen. Hier sehen Sie schon, dass wenn man die Dinge in einer möglichst übersichtlichen Form darstellen möchte, man sich oft wünschen würde, dass die Lichtgeschwindigkeit C0, also die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im Vakuum, gleich 1 sein möge. Denn dann schauen diese Gleichungen noch wesentlich analoger zueinander aus. Und darüber haben wir auch im Wintersemester, wie wir über die Einheiten gesprochen haben, auch diskutiert. Nachdem das sowieso immer dieselbe Konstante ist, warum setzt man es nicht gleich 1? Na, das führt aber dazu, und das ist halt für die Praxis doch recht ungünstig, dass man die Längen von irgendwelchen Gegenständen mit Hilfe von Zeiten misst. Und die Länge von einer Sekunde, das ist dann die Länge, die das Licht in einer Sekunde im Vakuum zurücklegt. Das ist ja ziemlich große Länge. So Längen, die für uns wichtig sind, sowas wie 30 cm oder so, müsste man ja dann in Nanosekunden messen. Na gut, letzten Endes wäre das auch kein großes Malheur. Aber irgendwie, bis sich das also bis zum ADEC durchspricht oder bis zum Spar, dass man irgendwelche bestimmte Länge von irgendwas halt einkauft, nicht? Und das dann in Nanosekunden angibt, sehr praktisch ist es nicht. Also daher tut man das im Allgemeinen nicht, und wir führen heute vor hier dieses 1 durch C0 Quadrat mit, damit man in den Einheiten, in den SI-Einheiten bleiben kann. Aber natürlich, angepasst an die natürlichen Gegebenheiten, wäre es nicht schlecht, die Längen in Sekunden zu messen und damit auf eine weitere Basiseinheit zu verzichten. Jetzt haben wir auf diese Art und Weise zwei Umrechnungen gefunden zwischen den elektrisch-magnetischen Feldern in einem Inertialsystem S und in einem dazu bewegten System S'. Bitte. Das habe ich Ihnen nicht genau vorgeführt. Das kann man genauer durchführen, wenn man sich diesen magnetischen Feldwirbel konkret ausrechnet. Das geht relativ leicht, denn mit dieser Geschwindigkeit V haben Sie dann mit Rho mal V auch den Strom, die Stromdichte. Mit dem Strom können Sie sich den magnetischen Feldwirbel ausrechnen und dann anschauen, in welcher Weise dieser magnetische Feldwirbel im Zusammenhang steht mit dem elektrostatischen Feld in der Umgebung dieses ruhenden, geladenen Zylinders. Und dann kommt man drauf, dass man gerade auf einen derartigen Ausdruck für diesen magnetischen Feldwirbel kommt, der sich daraus ergibt, dass dieser geladene Zylinder sich längs seiner Achse bewegt. Aber das ist ein bisschen umständlicher, kostet Zeit, und
ist, glaube ich, nicht wirklich so wichtig, dass wir es jetzt im Einzelnen durchführen. Es ergibt sich letztlich eine zu dem E analoge Beziehung für das B, wo eben nur ein ganz wichtiger Unterschied in diesem Faktor 1 durch C0 Quadrat drinnen liegt. Und den möchte ich schon betonen. Und zwar, was das bedeutet, ist, dass dieser magnetische Feldanteil, der aus dem elektrischen Feld E hier erwächst, außerordentlich viel kleiner ist als umgekehrt hier der elektrische Feldanteil, der sich aus dem Magnetfeld hier ergibt. Und das zeigt, dass diese magnetischen Wirkungen von Strömen, so wie wir sie ja besprochen haben mit dem Biot-Savart'schen Gesetz und so weiter, eigentlich sehr geringfügige Wirkungen sind im Verhältnis zu den elektrischen. Und das ist auch durchaus anschaulich erklärbar. Erinnern Sie sich daran, wie wir davon gesprochen haben, was ein Ampere ist. Das ist eine derartige Stromstärke, wo pro Sekunde durch den Leiterquerschnitt eine Ladung von einem Coulomb durchtritt. Und ein Coulomb ist eine gewaltig große Ladungsmenge. Wenn man da ein Coulomb und da ein Coulomb hat, dann ziehen sich die mit einer gewaltig großen Kraft gegenseitig an oder stoßen sich auf, je nachdem, wie die Vorzeichen sind. Das haben wir uns gleich am Anfang durchgerechnet mit dem Coulombschen Gesetz. Und das bedeutet, dass diese Kräfte zwischen den Ladungen, die sich da bewegen in einem solchen Leiter, damit dann auch ordentliche Magnetfelder herauskommen, dass die noch unerhört viel größer sind als diese Magnetfelder. Nur wir merken sie im Allgemeinen nicht, weil wir in den meisten Fällen Ströme in Leitern betrachten, oft in metallischen Leitern oder auch in Elektrolyten. Und da ist es so, dass es immer eine gleich große Menge von entgegengesetzt geladenen Gitteratomen gibt, die dann die elektrischen Wirkungen dieser bewegten Ladungen wegkompensieren, und man merkt dann nur die verhältnismäßigen, Verhältnis dazu geringen magnetischen Wirkungen. Mit dieser Formel kommt aber ganz deutlich zutage, dass also dieser magnetische Feldanteil, der sich da ergibt, aufgrund des ursprünglich herrschenden elektrischen Feldes weitaus geringer ist als das elektrische Feld, von dem es erwächst, weil dort dieses 1 durch C0 Quadrat steht. Und das können Sie sich auch vorstellen, wenn da in einem Leiter ein Ampere fließt, dann muss ja eben pro Sekunde ein Coulomb da durchtreten. Das heißt, um das aus dieser Situation in einen entsprechenden Strom umzusetzen, müssen ja da ein paar Coulomb in diesem geladenen Zylinder drinnen sein. Und das führt natürlich zu gewaltig großen elektrischen Feldern im Vergleich dazu, der sich daraus ergebende magnetische Feldanteil wesentlich geringer ist, so wie diese Formel auch zeigt. Also auf diese Art und Weise ist es möglich, die Felder, die elektromagnetischen Felder, von einem in ein anderes Inertialsystem umzurechnen. Natürlich steht hinter dem Ganzen sofort die Idee der Galilei-Transformation, weil das ist ja alles, was uns in der Mechanik bis jetzt zur Verfügung steht. Wenn man von einem System S in ein System S' übergeht, das sich relativ zu S mit der konstanten Geschwindigkeit V bewegt, wie hängen dann diese beiden miteinander zusammen? In ganz anschaulicher Weise, so wie es auch hier verwendet wird, bei diesem bewegten Zylinder und bei dieser bewegten Ladung, in anschaulicher, einfacher Weise nach der Galilei-Transformation. Eigentlich denkt man sich, dass man darüber gar nicht reden braucht. Man muss aber. Bitte. Ja. Also beim Punkt B, das gilt jetzt eigentlich für jede Geschwindigkeit, die halt parallel zur Zylinderachse ist. Ja.
Aber bei Punkt A, das gilt nur für den Spezialfall, dass das System S sich in derselben Geschwindigkeit und in dieselbe Richtung bewegt wie die Landung. Sie haben in beiden Fällen einen Spezialfall. Hier ist es so bei dem Fall A, dass Sie die Geschwindigkeit des Systems so wählen, dass es eben gleich der Geschwindigkeit der Ladung ist. Also wenn sich die in einer gewissen Richtung bewegt, müssen Sie das System S dem nachziehen. Hier wiederum ist es so, wenn dieser Zylinder eine gewisse Richtung hat, dann kann nur in der Richtung diese Relativgeschwindigkeit sein. Nur über die Größe der Relativgeschwindigkeit braucht man hier keine Aussage zu machen. Aber man kann sich auch wieder nicht jede aussuchen. Sie muss parallel zu der Zylinderachse sein. Und da muss es halt so sein, dass man als die Geschwindigkeit die wählt, die die Geschwindigkeit der Ladungsträger im System S ist, damit man sich mit ihnen mitbewegt. Und hier bewegt man sich so, dass der Zylinder dann, wenn man sich bewegt, nur längs seiner Achse sich bewegt, aus der Sicht des Systems S'. Ja? Gut, also auf die Art und Weise können wir die Felder im System S in die Felder im System S' umrechnen. Und jetzt werden Sie sich denken, na gut, da, was habe ich da jetzt davon? Das, was natürlich sich daraus jetzt ergibt, ist, dass man sich die Frage stellen kann, wie wird es denn nun sein, wenn man diese transformierten Felder dann wieder in die Maxwell-Gleichungen einsetzt? Oder wenn man also die Maxwell-Gleichungen mit Hilfe dieser Umrechnungen dann umformt, so dass man dann Maxwell-Gleichungen für die Felder E' und B' erhält? Und da wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn diese Maxwell-Gleichungen für diese Felder E' und B' gleichartig ausschauen, die gleiche Form haben wie die Maxwell-Gleichungen für die Felder E und B. Und da zeigt sich jetzt aber, dass diese Transformationsgesetze, das ist ein bisschen eine umständliche Rechnerei, es zeigt sich, diese Transformationsgesetze, die ich jetzt aufgeschrieben habe, die lassen die Maxwell-Gleichungen nicht invariant. Also wenn man davon ausgeht, dass in dem System S die Felder E und B den Maxwell-Gleichungen genügen und man dann formt diese Maxwell-Gleichungen so um, dass es dann Differentialgleichungen für die Felder E' und B' werden, dann zeigt sich, was ja eigentlich irgendwie nicht anders zu erwarten ist, dass dann auch die Geschwindigkeit V da drinnen vorkommen wird. Und dass also dann die sich dadurch ergebenden Gleichungen für die transformierten Felder E' und B' nicht mehr genau die Maxwell-Gleichungen sind. Sie bleiben nicht invariant, sondern es treten zusätzliche Terme auf. Die proportional zu V Quadrat C0 Quadrat sind. Also das heißt, solange man sich langsam bewegt, ist es nicht wichtig, weil die Bewegungsgeschwindigkeiten, mit denen man üblicherweise zu tun hat, sind wesentlich geringer als die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Und wenn man gar V Quadrat durch C0 Quadrat hat, ist das noch ärger. Aber natürlich störend ist das schon. Und wo steht denn geschrieben,
dass man nicht auch einmal ein System betrachten kann, das sich eben ja mit einer verhältnismäßig großen Geschwindigkeit bewegt. Also, es treten diese zusätzlichen Terme auf. Und da ergibt sich natürlich jetzt sofort die Frage, in welchem System gelten denn nun eigentlich dann die Maxwell-Gleichungen? Welches System ist denn das, wo man dann sagen kann, V ist gleich Null? Und relativ zu dem sich dann alle anderen bewegen. Also es treten solche Terme auf und es ergibt sich die Frage, in welchem speziellen Bezugssystem sind also die Maxwell-Gleichungen überhaupt gültig? Diese Frage ist natürlich sehr eingreifend. Und da hat sich eben dann eine große Diskussion darüber ergeben. Und ich möchte diese Frage jetzt aus der Sicht behandeln, dass wir ja schon gesehen haben, aufgrund der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen, dass man eben Lichtwellen darstellen kann als elektromagnetische Wellen. Und dass man also schauen kann, in welcher Weise diese Wellennatur des Lichtes hier eine Rolle spielt. Denn es ist sehr unerfreulich, wenn Grundgleichungen nur in einem speziellen Inertialsystem gelten sollen. In der Mechanik ist das anders. Da ist es so, dass also die Newtonschen Axiome in allen Inertialsystemen gelten. Die ganze Mechanik gilt gleichermaßen für jedes beliebige Inertialsystem. Soll jetzt die Elektrodynamik nur für ein bestimmtes Inertialsystem gelten? Eine Idee, die dazu nützlich sein kann, das zu klären, ist, dass man sich sagt, naja, wenn also jetzt die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen gleich ist der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, na dann hat also das Licht einen Wellencharakter. Wenn aber das Licht einen Wellencharakter hat, und man weiß doch, wenn wo eine Wellenausbreitung ist, dann gibt es also auch ein Medium, in dem sich eine solche Welle ausbreitet, sei es die Luft, durch die sich die Schallwellen von mir zu Ihnen oder umgekehrt ausbreiten, oder feste oder flüssige Körper, die können alle als Trägermedien für eine Wellenausbreitung im Sinne mechanischer Wellen dienen. Wenn also Licht einen Wellencharakter hat und man Licht als einen elektromagnetischen Wellenvorgang auffassen kann, ja, dann erhebt sich natürlich sofort die Frage, in welchem Medium passiert diese Wellenausbreitung? Was ist also das Trägermedium? Für die Lichtwellen oder synonym für die elektromagnetischen Wellen. Das ist eine Frage, die die Leute seit langem bewegt hat. Lang vor Einstein war das bereits eine sehr unangenehme Frage. Man ist nämlich schon mehr als 100, circa 100 Jahre vor der speziellen Relativitätsmechanik draufgekommen, dass das Licht ein transversaler Wellenvorgang ist. Wir werden das in der Optik näher besprechen. Also, man kann es polarisieren. Es ist nicht wie der Schall
eine Longitudinalwelle, sondern eine Transversalwelle, wo die E- und B-Vektoren senkrecht auf die Ausbreitungsrichtung des Lichtes stehen. Und nun weiß man aus der Mechanik, dass transversale Wellen sich nur in Festkörpern bilden können, während in Flüssigkeiten und Gasen, weil dort Scherkräfte keine Rolle spielen, dort nur longitudinale Wellen sich ausbilden. Und das hat einen also durch fast 100 Jahre schwer getroffen, dass man also mit Lichtwellen wunderbare Polarisationsversuche durchführen kann, aber das ja zur Folge hat, dass sich das Licht in einem Festkörper ausbreiten muss. Also dieses Trägermedium muss ein Festkörper sein. Ja, dem widersprechen aber viele andere Erfahrungen, denn das Licht kommt ja auch von der Sonne zur Erde zum Beispiel. Soll sich also jetzt die Erde da durch einen Festkörper bewegen am Weg zwischen rund um die Sonne herum? Also es widersprechen hier die verschiedenen experimentellen Befunde einander sehr heftig. Und schon daraus erkennt man, hier gibt es also eine gewisse Schwierigkeit. Nichtsdestoweniger muss man grundsätzlich, oder ist man jedenfalls grundsätzlich davon ausgegangen, wenn ich eine Welle betrachte, dann muss es ja Auslenkungen geben, Auslenkungen eines Mediums, typischerweise elastische Auslenkungen, also ein Trägermedium. Und die Ausbreitungsgeschwindigkeit erfolgt dann relativ zu diesem Trägermedium. Und das bedeutet aber, wenn es ein solches Trägermedium gibt, dann muss dieses ja einen gewissen Bewegungszustand haben, relativ zu dem sich dann das Licht ausbreitet. Und da hätten wir dann genau so ein wunderbares, spezielles Bezugssystem, wo dann die Maxwell-Gleichungen auch gültig sind. Das System, in dem das Lichtmedium, also das Trägermedium der elektromagnetischen Wellen und Lichtwellen in Ruhe sich befindet. Das war die Idee, die Michelson dazu gebracht hat, dieses System näher zu untersuchen. Also, wie kann ich das Trägermedium oder zumindest dessen Bewegungszustand untersuchen? Und da hat also Michelson ein geniales Experiment konzipiert. Michelson war also ein sehr begabter Experimentator, insbesondere auf dem Gebiet der Optik, und hat das nach ihm benannte Michelson-Interferometer eingeführt und ist dann auf die tolle Idee gekommen, dieses experimentelle Gerät dazu zu verwenden, nachzusehen, wie sich also nun das jeweils betrachtete experimentelle System relativ zu dem System bewegt, in dem das Lichtmedium ruht. Also wie schnell man sich relativ zu dem Lichtmedium bewegt. Und dieses Michelson-Experiment das möchte ich kurz aufzeichnen. Es ist ja sehr berühmt und daher werde ich meine Beschreibungen dazu kurz halten können. Man betrachtet eine Lichtquelle. Das Licht von dieser Lichtquelle fällt auf eine Glasplatte etwa, also wir sagen allgemein einen halbdurchlässigen Spiegel. Ein gewisser Anteil tritt durch, ein anderer Anteil wird reflektiert. Dann haben wir in gleichen Abständen Spiegel, die dieses Licht wieder in sich zurückreflektieren. Da geht dann wieder ein gewisser Anteil durch, ein anderer wird reflektiert, interessiert uns nicht. Das geht hier wieder zurück.
ein gewisser Anteil geht durch, interessiert uns nicht, aber diese beiden Anteile hier laufen dann in der gleichen Richtung und werden hier von einem Beobachter, letzten Endes auf einem Schirm, beobachtet. Und da zeigt sich also jetzt, wenn also man davon ausgeht, dass das Licht sich da überall mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt, dass sich bei gleichen Distanzen hier die Wellen hier so überlagern, dass sie also hier, wenn sie geradlinig verlaufen, hier sich konstruktiv überlagern und man kriegt hier einen hellen Fleck. Wenn aber hier der eine Spiegel um eine halbe Wellenlänge sich da, eine Viertelwellenlänge sich da verschiebt, dann wird sich der Weg hin und her um eine halbe Wellenlänge verschieben, dann wird die Welle und die sich um eine halbe Wellenlänge verschieben, die werden sich auslöschen und das wird hier dunkel. Das war die Idee des Michelson-Interferometers. Und die Idee, die Michelson dann gehabt hat, um dieses wunderbare optische Experiment auf die Fragestellung nach dem Trägermedium des Lichtes anzuwenden und auf dessen Bewegungszustand, die Idee war, dass er eben gesagt hat, wir bauen ja ein derartiges Interferometer auf der Erde auf, nämlich hier, die sich ja mit einer erheblichen Geschwindigkeit rund um die Sonne bewegt. Mit 30 Kilometern pro Sekunde bewegt sich die Erde rund um die Sonne. Das ist die größte Geschwindigkeit, die uns so ohne weiteres experimentell so zur Verfügung steht. Und man kann immerhin sagen, das ist eine Geschwindigkeit, die doch schon irgendwo in die Nähe kommt zur Lichtgeschwindigkeit, weil die hat ja 300.000 Kilometer pro Sekunde und das sind 30 Kilometer. 30, 300, 3000, 300.000. Also da ist immerhin schon von 3 × 10⁴ bis 3 × 10⁸ nur mehr vier Größenordnungen dazwischen. Also für eine entsprechend genaue Messung sollte sich das ausgehen. Michelson hat sich das genau durchüberlegt, hat sich überlegt, wie lang müssen die Schenkellängen sein, damit man hier zu einem nennenswerten Effekt kommt. Der Effekt würde darin bestehen, dass man dieses Experiment als Ganzes um 90 Grad dreht, sodass einmal ein Schenkel in Bewegungsrichtung der Erde steht, und einmal der andere Schenkel. Und dadurch ergibt sich dann eine unterschiedliche gesamte Verschiebung dieser zwei parallel verlaufenden Strahlen hier und es müsste sich eine entsprechende Veränderung des Interferenzbildes hier ergeben. Also wenn ich das jetzt hier Schirm noch einmal zeigen kann, wir beschreiben Licht als elektromagnetische Welle. Das geht auf Maxwell zurück. Das war das Ergebnis, was ich vorige Woche erzählt habe. Und wir gehen davon aus, Lichtwellen werden wie mechanische Wellen in einem Trägermedium sich ausbreiten. Das nennt man den Äther. Und der Herr Michelson, den Sie hier sehen, der hat also mit seinem Interferometer versucht, jetzt die Bewegungsgeschwindigkeit der Erde relativ zu diesem Äther mit Hilfe dieses Michelson-Experimentes zu untersuchen, indem er eben da die Interferenzen beobachtet hat in zwei Lagen dieses Interferometers, wo einmal der eine und einmal der andere Schenkel in der Bewegungsrichtung der Erde angeordnet wird. Dieses Experiment möchte ich Ihnen hier einmal in einer Animation zeigen. Gehen wir einmal davon aus, dass Sie sehen, wir experimentieren nicht wirklich, aber ich tue mit Ihnen am Schirm experimentieren. Das ist ja immerhin besser wie nichts.
Wir gehen davon aus, das Michelson-Experiment sei jetzt ruhend relativ zum Lichtäther. Was wird dann passieren? Der rote Punkt, der deutet an, wie sich eine Lichtwelle ausbreitet. Sie sehen, es wird hier teilweise nach 1 und 2 reflektiert, die kommen wieder zusammen, gehen Hand in Hand, also das heißt in gleicher Phase zum Schirm und es ergibt dort einen entsprechenden hellen Fleck. Aber jetzt kann man davon ausgehen, was wird denn passieren, wenn sich dieses Michelson-Experiment jetzt relativ zu dem Trägermedium des Lichtes oder der elektromagnetischen Wellen bewegt. Es wird sich also da von links nach rechts über den Schirm bewegen. Und wieder ist dieser rote Punkt ein Symbol dafür, wie schnell sich das Licht ausbreitet. Es breitet sich immer mit konstanter Geschwindigkeit relativ zum Trägermedium, also relativ zum Bildschirm aus. Aber das ganze Experimentelle, die Anordnung bewegt sich. Beobachten Sie, was passiert. Jetzt läuft der Spiegel den Punkt davon, der war schon früher dran. Die kommen nicht mehr genau zusammen und kommen zu verschiedener Zeit beim Schirm an. Haben Sie das gesehen? Schauen wir es vielleicht noch einmal an. Also dieser Schirm läuft diesem Lichtstrahl davon, der muss so ein Zickzack beschreiben. Letzten Endes ergibt sich, dass die beiden Lichtstrahlen gegeneinander verschoben sind. Nun ist Licht als Welle aufzufassen. Und wenn wir das also uns anschauen, dann sehen Sie hier, wie das aussieht, wenn also dieses Experiment ruhend durchgeführt wird. Sie haben die Lichtwellen, die hier reflektiert werden, die dann wieder hier entsprechend in gleicher Phase überlagert werden, so wie ich das dort angedeutet habe, und sich daher konstruktiv überlagern. Wenn ich es jetzt drehe und es ruht, wird weiter gar nichts passieren. Es ist ja nach wie vor so, dass das ganze System sich nicht translatorisch gegen den Äther bewegt. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, es gibt einen Ätherwind, der da von rechts her gegen dieses System weht sozusagen. Jetzt wollen wir nicht das System bewegen, das ist ja nur eine Anschauungssache, sondern der Äther bewegt sich relativ zu dem System. Dann ist es so, dass sich hier diese Wellen in ihrer Lage verändern. Und Sie haben jetzt gesehen, schauen wir uns das nochmal an, während also da jetzt das System sich dreht, kommt man von einer Lage, wo es eine destruktive Interferenz kommt, über konstruktive, wieder zu einer destruktiven Interferenz. Man müsste ein Auf und Ab der Intensitäten auf dem Beobachtungsschirm sehen. Und das hat Michelson versucht, auch durchzuführen. Zunächst mit verhältnismäßig einfachen Mitteln und dann allerdings, wie sich gezeigt hat, dieses System ist also irgendwie widerborstig, es zeigt nicht die Ergebnisse, die man erwartet hatte. Es konnte keine solche Verschiebung der Interferenzstreifen gefunden werden. Hat man also zu immer größerem experimentellem Aufwand Zuflucht genommen. Also dieses Experiment ist so aufgebaut worden, dass es auf einer Betonplatte aufgebaut wurde. Das Licht wurde mehrfach hin und her reflektiert. Sie sehen da vielerlei Spiegeln in beiden Richtungen, sodass insgesamt ein Lichtweg von 11 Metern in einer Länge eines solchen Interferometerarms entstanden ist. Und dann wollte man auch sicher sein, dass irgendwelche Vibrationen während der Drehung dieser ganzen Platte kein Problem darstellen. Daher hat man sie in einem Quecksilberteich schwimmen lassen. Da hier ist da bei B und C dieser Quecksilberteich symbolisiert,
in dem die ganze Marmorplatte drinnen geschwommen ist, sodass man sie ganz ruckfrei um 90 Grad drehen konnte. Das Experiment wurde in Cleveland, Ohio durchgeführt. Die Leute waren sehr begeistert damals von dieser Sache. Und es wurde sogar durchgesetzt, dass während der Experimente jeweils der gesamte Autoverkehr in der Umgebung dieses Labors auf mehrere Stunden lahmgelegt wurde, damit ja keinerlei Erschütterungen und Störungen auftreten. Das Ergebnis war ständig das, obwohl man da also lange Lichtwege betrachtet hatte, dass man zu keiner definitiven Antwort gekommen ist. Er hat dann letzten Endes in diesem Artikel On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether letztlich keine konkrete Geschwindigkeit angeben können. Und letzten Endes muss man, so wichtig dieses Experiment war, aus der Sicht von Michelson von einem Fehlschlag sprechen. Denn er wollte ja ein Messergebnis erreichen, nämlich wie schnell bewegt sich die Erde relativ zum Lichtträgermedium. Und egal wie er das Michelson-Interferometer eingestellt hat, die Interferenzen, die man am Beobachtungsschirm feststellen konnte, haben sich nie verändert, sind immer gleich geblieben. Das heißt, es konnte keine Bewegungsgeschwindigkeit festgestellt werden. Egal, wie man sich relativ zu diesem Lichtmedium bewegt. Und daher kann man nur sagen, die experimentell beobachtete Geschwindigkeit des Lichtes ist nicht abhängig von der Bewegung des Beobachters. Ja, aber das geht nur, wenn man die Ätherhypothese, nämlich die Hypothese von einem Trägermedium für die Lichtwellen, aufgeben muss. Eine ganz wichtige Schlussfolgerung, die eigentlich unsere ganzen Konzepte über die Wellenausbreitung über den Haufen wirft. Weil letzten Endes, in was breiten sie sich denn dann aus? Und relativ wozu breiten sie sich denn jetzt mit Lichtgeschwindigkeit aus, wenn es gar kein solches Trägermedium gibt? Und wenn man immer die gleiche Geschwindigkeit findet, man muss die Ätherhypothese aufgeben. Und Einstein, der zu der Zeit damals ein junger Patentprüfer zweiter Klasse am Patentamt in Bern war und wahrscheinlich viel freie Zeit gehabt hat in seinem Job, hat sich also dieser Sache angenommen, war auch jung genug, um auch flexibel genug zu sein, so wie Sie jung genug sind und flexibel genug sind für junge, neue Ideen und hat überlegt, was kann man denn daraus nun für eine Schlussfolgerung ziehen. Ist dann im Jahr 1905 mit einem seiner drei wichtigen Papers aus diesem Jahr herausgekommen zur Elektrodynamik bewegter Körper. Und in diesem Paper hat er die Grundlage der speziellen Relativitätsmechanik gelegt. Und diese Grundlage besteht in zwei Grundgesetzen, die sich wiederum einfach aufgrund der experimentellen Grundlagen des Michelson-Experimentes ergeben. Und zwar, dass in allen Inertialsystemen die Vakuumlichtgeschwindigkeit stets den gleichen Wert hat, egal was für ein Inertialsystem man wählt. Und außerdem hat er dann weiterhin aufrechterhalten und verallgemeinert, das berühmte Prinzip der Relativität, das es eigentlich schon in der Mechanik gab. In der Mechanik hieß es, in allen Inertialsystemen gelten die gleichen mechanischen Gesetze. Also die Newtonschen Axiome etwa sind in jedem Inertialsystem gültig. Und das hat er ausgeweitet, nicht nur auf die mechanischen Gesetze, sondern für alle Naturgesetze.
Er hat also zwei Grundprinzipien aufgestellt. Das Prinzip der Relativität und das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Einerseits in allen Inertialsystemen haben die Naturgesetze, und das beinhaltet dann auch die Maxwell-Gleichungen, die gleiche Form. Und außerdem, sie gelten also. Und außerdem als zweite Information, dass in allen Inertialsystemen die Vakuumlichtgeschwindigkeit stets den gleichen Wert hat. Man muss damit also das Konzept von einem Trägermedium für elektromagnetische Wellen oder Lichtwellen aufgeben. Es muss ohne dieses Trägermedium geben. Ein solches Medium ist für die Beschreibung der elektromagnetischen Wellen oder Lichtwellen nicht erforderlich. Ein wesentlicher Bruch mit unserer Weltsicht. Aber das ist nicht der einzige Bruch. Wie wir morgen besprechen werden, ist es nun so, dass sich aus diesen zwei Grundprinzipien eine Reihe von wichtigen Schlussfolgerungen ziehen lassen. Und eine Schlussfolgerung ist noch katastrophaler als die Schlussfolgerung mit dem Lichtäther, dass man nämlich darauf verzichten muss. Die andere Schlussfolgerung betrifft den Ablauf der Zeit. Aber darüber sprechen wir morgen. Danke.